Hallo und willkommen zurück zu Brief Edge hier in meinem kleinen Stationchen. Verlässt mich schon die Stimme. Station, Mann! So, mit Frank, ich gehe mich erstmal ausruhen. Toller Folgenstart, ich lege mich erstmal schlafen. Beim letzten Mal haben wir ja tatsächlich einiges gesehen. Also Fortschritt as fuck, kann man sagen. Wir haben eine neue Heimat behaust und wir müssen auch noch umziehen. Denn wir müssen die ganzen Brocken ja auch noch mitnehmen. Oder halt, wir lassen die hier und schauen mal, wenn wir Fahrzeuge haben, dass wir dann irgendwie die Sachen jetzt rüberholen. Ich glaube, so werden wir das, glaube ich, machen. Wenn wir Fahrzeuge haben, geht das ja wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ich schlafe jetzt erstmal ein bisschen, damit wir Gesundheit bekommen. Und wir wollten uns die Blaupausen mal genauer angucken, was wir da brauchen. Weil wir auch einen Luftballon haben, beziehungsweise einen Ballon, um, glaube ich, mehr Sauerstoff zu bekommen. Das wäre ganz toll. So, den würde ich mir gleich mal direkt mal angucken. Und zwar war der bei Ausrüstung genau hier. Wir brauchen einen Kompensator und zweimal Plastik. Plastik haben wir und wir brauchen einen Kompensator. Der Kompensator war gewesen bei Ressourcen und zusammengesetzt. Ein elektronischer Kompensator, um genau zu sein. Ein Gerät zur Effizienzverteilung von Strom, der in jeder großen und komplexen Raumfahrttechnik verwendet wird. Raumschiffe würden ohne diese kleine Box dreimal so oft und doppelt so hell brennen. Alkali brauchen wir dafür. Alkali haben wir natürlich nicht. Haben wir natürlich beim letzten Mal alles verballert. Wir haben aber Plastik, ne? Jo, Plastik. Ah, nee, wir haben noch Alkali. Nice, und Plastik. Irre. Ja, warum nicht? Hat der Flexi in der Vergangenheit gut vorbereitet. Finde ich schon mal gut. So, dann lass mal gucken. Also, wir brauchen den Kompensator. Das war bei... Nee, Moment. Ausrüstung und Gegenstände, ne? Nee, warte mal. Was habe ich gerade gesagt? Zusammengesetzt. So. Den bauen wir mal eben. Und dann können wir bei Ausrüstung eine Sauerstoffflasche herstellen. Ich meine, die ist für... Ich meine, die ist für den Anzug. Jo. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, guck mal hier. Holy shit! 150? Ne. 175 Sauerstoff haben wir jetzt. Lecko funny. Alter Schwede, das hat sich schon gelohnt. Das, den Ballon lasse ich mal hier. Den schmeiße ich jetzt hier erstmal raus. Schups. So. Alter, 175 Sauerstoff. Hat sich jetzt schon gelohnt, die letzte Folge. So, dann schauen wir mal weiter. Wir haben als nächstes noch... Taschenlampe ist jetzt nicht so wichtig. Genau, neue Sachen. Ein magnetischer Schlüssel. Früher hieß das hieß es Brecheisen, aber der Spieleautor hat sich mit dem Übersetzer verschworen und einen Wutanfall bekommen, so dass es sich jetzt magnetische Hauptschlüssel behandelt. Zweimal Aluminium. Weiß ich gar nicht, ob wir haben. Und Reparaturwerkzeug. Entfernt Muttern, Schrauben und Kinder was ungehorsam mit einem guten Schlag in die Drehbewegung. Weiß gar nicht, wofür es ist. Dann haben wir hier noch das Steuerrad. Davon fehlen uns aber noch drei weitere Teile. Das können wir gar nicht bauen. Und eine große Sauerstoffkerze. Das stellen wir mit Harz her. Harz aber herzlich. Genau, wir wollten auch noch ein bisschen eine Sauerstoffstation bauen. Aber ich glaube, dass... Was war denn das jetzt gewesen? Warte mal, lass mal eben kurz gucken. Ich wollte... Was wollten wir denn jetzt gerade bauen? Das haben wir fertig. Aluminium für den Hauptschlüssel. Haben wir noch Aluminium irgendwo rumfliegen? Wir haben kein Aluminium mehr, ne? Wir haben alles da, außer kein Aluminium. Blei haben wir da. Aluminium, stimmt. Das war mit dem Bohrer und alles, ne? Wir brauchen auch noch einen Schaber. Das heißt, wir müssen noch einen Schaber herstellen. Weil wir gerade keinen Schaber da haben, würde ich das mal eben schnell machen. Ich würde tatsächlich mal eben das Essen mal eben droppen. Einfach mal hier so hin. Einfach das, was wir gerade nicht brauchen, droppe ich einfach mal hier so in die... So, das kann weg. Magnet. Ein großer Niedümagnet, der mit den Sohlen verschweißt ist. Damit kannst du den Kühlschrank dauerhaft dekorieren. Es kann mit dem Kühlschrank selbst ein Kühlschrank entfernt werden. Was? Okay, ganz toll. Kann ich den irgendwo benutzen?
Okay, ich drop den hier mal. Vielleicht brauchen wir den irgendwo. Vielleicht ist er für Schuhe. Ich weiß es nicht. Gut, hier haben wir unsere Nahrungsteile. Ja, müssen ein bisschen gucken, dass wir Denise, wenn wir da das neue Raumschiff dann haben, dass wir da auch ein bisschen organisierter alles rangehen. So, was wollen wir? Achso, wir wollten jetzt Aluminium farmen, ne? Ah, was das jetzt ausmacht. 175. Alter Schwede, da können wir jetzt hier reisen. Es fuck. Alter Schwede. Gibt's jetzt wieder irgendwo Aluminium? Ich brauche Aluminium. Boah, 100, 175 oder 72, nee, 72 war das, glaube ich, ne? Alter Schwede. Da kannst du ja richtig viel rumfliegen, ohne dass dir was passiert. Die Frage ist, wo finden wir jetzt noch Aluminium? Ja, Aluminium. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir irgendwas mit Fahrzeugen bekommen, damit es ein bisschen, ja, nicht zügiger vonstatten geht, aber damit wir ein bisschen flotter unterwegs sind. So, dann lass mal gucken. Wir haben ja noch eine große Sauerstoffkerze dabei. Zur Not. Da ist, glaube ich, Alkali, wenn ich das richtig sehe. Würde ich mal mitnehmen. Haben wir noch einen Greifer? Wir haben keinen Greifer dabei, ne? Na toll. Okay. Aber dass das Schiff hier nicht mehr angezeigt wird, halt sehr verwunderlich. Wurde sofort darauf gepocht, dass wir das haben. Vielleicht können wir mit der Station auch reisen, ich weiß es nicht. Guck mal, ob wir uns nochmal eben schnell einen Greifer bauen können. Opas Greifer. So, Werkzeuge, Greifer, Aluminium, Mist. Wir brauchen Aluminium für den Greifer. Verdammt. Ja, dann gucken wir auch nochmal, ob wir irgendwo Aluminium finden. Alkali finden wir en masse, aber Aluminium? Tief im Weltall schwebe ich dahin, einfach ins Nichts. Hui! Da könnte vielleicht irgendwo was sein auf diesen... Mal schauen. Ja, und wie ich letzte Folge schon sagte, ich probiere das jetzt gerade mal aus mit Aufnahme halt so N-Wink-mäßig. Über die Grafikkarte halt aufzunehmen. Das von der Qualität ist. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Beste, was ich so gesehen habe in der ersten Aufnahme. Ist ja eine neue Aufnahmesession hier. Und ich gucke, dass ich vielleicht alle zwei Tage mal eine Folge raushaue. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie viel ich im Voraus halt immer aufnehme, wie viel ich schaffe. Da ich auch, wie gesagt, nebenbei ja noch arbeite und alles, ist es immer zeitlich immer sehr begrenzt, weil man ja auch nach der Arbeit sich auch noch ein bisschen ausruhen möchte und halt nicht dann sofort nach dem Essen sich, ja, hier hinsetzt und dann Attacke geht los. Kann ich nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Bisschen ausruhen möchte man sich ja auch noch. So, ich sehe kein Aluminium. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Verdammt. Wassertank, ja, schön. Das ist jetzt blöd. Ich weiß, wo wir Aluminium herbekommen von den Sauerstofftanks, also Stationen, die wir gebaut haben. Den da hinten kann ich mal abbauen im Übrigen. Ich lade nochmal eben schnell auf. Aber wie viel mehr das jetzt ausmacht, dass man so viel Sauerstoff zur Verfügung hat, das ist unglaublich. Ich tanke jetzt nochmal eben auf. La 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 la. So. Das ist halt schon das Dreifache, ne, was wir haben, 175. Das Drei- oder Vierfache von dem, was wir ganz am Anfang hatten. Ist halt unglaublich. Gib mir ein bisschen Aluminium, das wäre ganz toll. Da ist Wasser oder so, Wasservorkommnisse. Aber ich glaube,
Das, was ich damals gesagt habe mit dem Spawnen, ist, glaube ich, nicht so, dass hier irgendwie... Genau, ich hatte hier hingebaut wegen Alkali, das weiß ich noch, den hier. Aber, dass sie irgendwie, Ressourcen spawnen, ist jetzt nicht so. So, jetzt haben wir Aluminium. Vielleicht sollten wir auch einfach mal unten zur Station reisen, zu der neuen, und da erstmal weitermachen. Vielleicht finden wir ja da viel mehr Ressourcen. Vielleicht möchte das Spiel ja auch von uns, dass wir uns da unten aufhalten jetzt erstmal. Dann würde ich sagen, dass wir in der Folge jetzt umziehen, in Anführungsstrichen, die Station jetzt erstmal hier lassen. Wir werden aber hier irgendwann wiederkommen. Wir werden Frank hier lassen. Ja, so leid es mir tut. Wir haben jetzt erstmal diesen... wir brauchen zweimal Aluminium. Oha, und Magneten. Okay. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich würde aber tatsächlich den Greifer bauen und ein bisschen Alkali sammeln, dass wir das ein bisschen mitnehmen. Also ein paar Sachen würde ich tatsächlich mitnehmen, wenn wir rüberreisen. Ein paar Sachen, die wir vielleicht gut gebrauchen können. Veredeltes Metall würde ich mal zwei mitnehmen. Zweimal Kabel. Alkali auf jeden Fall. Und zweimal Plastik. Viermal Isolierband. Glas nehmen wir auch mit. Viermal haben wir das alles. So, und den Rest würde ich jetzt mit Alkali vollknallen. Oder das, was wir finden. Können wir mal eben schnell zu essen. Hier ist Essen, ne? Würde ich mal eben schnell essen einmal. Trinken haben wir gar nichts, ne? Kann man das trinken? Gelbliches Wasser? Okay. Gut. Wir haben nichts zu trinken. Ist nicht schlimm. Ich werde mich mal ein bisschen beeilen, hier das Alkali zu sammeln. Wir haben ja genug Sauerstoff. Das dürfte eigentlich reichen für da. Dann können wir ganz in Ruhe dort mal eben schnell Alkali sammeln. Ich lese meine Nachrichten noch einmal und denke, du glaubst nicht, ich will dir wehtun, oder? Was? Wer ist das? Von dieses Bild, ob wir Babe jemals kennenlernen? Ich glaube, obendrauf war auch noch ein bisschen Alkali, ich bin mir nicht sicher. Nehmen wir es mal mit. Habe ich es auch richtig gesehen. So. Sonst noch irgendwo was? Da ist noch ein bisschen was. Und dann düsen wir rüber zur neuen Station. Ich würde sagen, ziehen da erstmal ein. Oder beziehungsweise ziehen da erstmal um. Also werden wir in dieser Folge erstmal umziehen. Und schauen, was uns dort erwartet. Nehmen noch mal ein bisschen Metall mit. Als wir noch mal einen Schaber bauen wollen oder so. Alles das war jetzt, was wir gut gebrauchen können. Was ist das denn hier eigentlich? Honig. Oh, nehme ich mal einen mit. Ein bisschen Honig zum Schlabbern. Winnie Pooh würde sich freuen. Naja. Ein Traum hier so, ne? Mit dem Planeten im Hintergrund. Was für ein geiles Finale das wäre, wenn man das Spiel durchspielt. Man kann es wohl durchspielen, also gehe ich von aus. Habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt. Was für ein geiles Finale das wäre, wenn du tatsächlich hier dir ein Raumschiff zusammenbasteln könntest aus irgendwelchen Teilen und das Ende dann so ist, du findest deinen Opa irgendwo. Den wir ja, glaube ich zumindest, dass wir den irgendwo finden müssen. Und wenn wir den gefunden haben, mit dem Raumschiff dann wegfliegen, so wegdüsen und alles. Und dann irgendwo auf dem Planeten landest. Und dann musst du da erstmal so ums Überleben kämpfen, voll der Plot-Twist. Ja.
So, wenn das Ding jetzt hier leer ist... Können wir so abreißen eigentlich. Dann machen wir wieder ein bisschen Aluminium gleich. So, Aluminium und einmal Kabel kriegen wir da immer. Oder Gummi. Aber wie gesagt, beim Sauerstoff brauchen wir uns jetzt erstmal eigentlich keine Sorgen machen. Unsere Reise wird jetzt also kein Problem darstellen, was Sauerstoff angeht. Ach, wie schön. Ein Traum. Ja, ja, Gefrierfahr. Ich nehme trotzdem immer ein bisschen mit. Was wir haben, haben wir, ne? Einfach mal was können. So. Aber wie man sieht vom Spiel her, wir schreiten immer weiter voran. Ne? Wir sind hier so lang gegangen. So hier so rechts und links. Und dann sind wir hier so ein bisschen gewesen und kommen jetzt immer weiter so ins Innere. Ich weiß halt nicht, ob das hier so zum Schluss dann so bleibt oder ob wir noch weiter... Ja, ob da noch mehr hinter ist, ob da noch mehr hinter steckt. Ich bin sehr gespannt, ob wir dort viel mehr noch entdecken werden. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Also... Das kann nur noch interessanter werden, dieses Spiel. Vor allem, was ist da? Was mag da wohl sein? Und werden wir noch eine größere Sauerstoffkanzel kriegen? Also noch eine so größere Sauerstoffflasche? So 200 oder so? Da waren wir drin, da haben wir Farbe gekriegt. Da oben war die Station, da wo ich jetzt in der Mitte mit der Rakete drauf zeige. Da war die Station, die dann weggeflogen ist, wo wir nur das Lenkrad in der Hand hatten. Das war halt mega ulkig, muss man einfach sagen. Aber Fragen über Fragen, da mag vielleicht noch viel, viel mehr kommen. Man weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir werden es rausfinden. Wie gesagt, ich lasse mich da auch leiten von dem Spiel. Wie gesagt, ich verspreche nichts jetzt zum, um nochmal so ein bisschen aufs Let's Play zu gehen. Wie gesagt, mache das immer noch hier alles so ein bisschen freiwillig, nach Lust und Laune, weil ich da mal wieder Lust drauf hatte. Und ja, ist doch gut. Und also ich weiß halt nicht, wie viele Folgen ich mache insgesamt, ob wir das durchspielen werden. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Oder ob mir irgendwann die Lust vergeht. Hab da bitte auch ein Nachsehen, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal sage, ja komm, jetzt reicht's einfach. Und deswegen freut euch über jede Folge, die kommt, kann ich nur sagen. Und wenn es euch Spaß macht zuzusehen, dann freut es mich doch, wenn ich euch auf jeden Fall auch zum Lachen bringe. Und ja, bei mir gibt es ja bei YouTube keine Werbung, weil ich damit in Anführungsstrichen natürlich, was heißt Anführungsstrichen, ich verdiene damit kein Geld. Bei Twitch ja, so ein bisschen. Ich könnte es machen, ja, aber... Ja, YouTube so mit den Regeln dann sich auseinanderzusetzen nochmal zusätzlich ist für mich ja noch ein bisschen mehr Aufwand. Weil dann hast du noch Twitch und YouTube und ja, da ist ja auch deine Regeln, die du beachten musst und tralala und pipapo. Deswegen, also, und es wird ja auch immer schwerer jetzt mit den neuen, ja, Regeln, was Musik auch angeht und Upload-Filter, die ja kommen. Deswegen, also ich glaube, ich bleibe da Twitch lieber treu. Es ist ein schönes Beidingen, muss man sagen. Es gehört schön dazu. Ne? Und für Leute, die einfach Spaß haben, hier mir zuzugucken, nebenbei, neben Twitch noch, die vielleicht dann am Wochenende beim Stream auch mit dabei sind und aber sagen, hey, unter der Woche hätte ich aber gerne auch noch ein bisschen was von dem Flexi zu hören oder zu sehen. Da guckst du einfach hier auf YouTube, deswegen mache ich zwischendurch so ein paar Videos wieder, ne? Und ich hatte ja eine lange Pause. Ich habe mal geguckt gehabt, das letzte Let's Play, das ist 3 Jahre her gewesen. 3 Jahre! Ich glaube, das war Outlast und ich habe es noch niemals auf YouTube durchgespielt, sondern ich habe es tatsächlich im Stream dann finalisiert, kann man sagen. Also, ja, das, also, wie gesagt, freut euch über jede einzelne Folge, die kommt.
Und ob es nochmal ein Horror-Let's Play geben wird hier drauf auf dem Channel, weiß ich noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht, weil ich habe schon gemerkt, wie ich jetzt die Demo gespielt hatte, habe ich schon gemerkt, dass das tatsächlich ja schon anstrengender ist, wenn du dann zwei Folgen hast. So, weißt du, das ist schon ein bisschen anstrengender. Was haben wir denn hier? Jenseits der Wahrheit. Die aktive Kolonisierung der riesigen Weiten des Weltraums hat noch nicht die Existenz anderer Lebensformen bewiesen, aber das Poster ist trotzdem inspirierend. Was zur Hölle ist das denn? Intergalactic Force. Nein, ich will das nicht mitnehmen. Convenient, effective, but still remains a fantasy, unfortunately. Nur Müll, stell ich einfach da hin. So. Ja, ich wollte was zu trinken machen, ne? Weil wir so langsam gleich verdursten hier. Deswegen würde ich mal zwei Flaschen eben machen. Hast nicht genügend Platz, dann trinke ich die mal eben weg. Ach so, wir haben keine Ressourcen. Egal. Reparaturwerkzeug. Wir brauchen zweimal Aluminium. Haben wir nicht zweimal Aluminium jetzt? Nee, einmal. Okay. Das Reparaturwerkzeug. Entfernt Mutterschrauben. Wofür ist denn das? Ich guck mal eben in der Ausrüstung. Guck mal, Sauerstoffflasche. Also kriegt man. Oh, was ist das denn? Elektronika-Anzug? What the fuck? Dieser Raumanzug glitzert wie ein Weihnachtslametta. Und er ist ziemlich schwer, wenn man ihn in der Schwerkraft trägt. Durch die Verwendung von Metallfäden, die die elektrische Ladung auf spezielle Akkumulatoren umleitet, und durch das spezielle Material und die gummierte Auskleidung ist es fast unmöglich, in einem solchen Raumanzug einen elektrischen Schlag zu bekommen. Natürlich nur, wenn man ihn nicht mit etwas durchbohrt. Aber dann wird Strom das geringste Problem sein. Und ein Technikanzug gibt's auch noch. Der beste Schutz gegen niedrige und hohe Temperaturen. Es würde ein Blasterschuss natürlich nicht überleben, aber er schützt dich gut vor allen anderen. Der technische Raumanzug verfügt unter anderem über eine automatische Helmheizung, und die helfen kann, unangenehme Folgen beim Fliegen in Gebieten mit Kühlgel zu vermeiden. Ah, das ist hier dann. Oh, guck mal hier, medizinische Sauerstoffflasche. Was? Oha. Es ist dem Militär nicht verboten, tragbare Sauerstoffflaschen zu tragen. Aber leider waren nicht so viele Militärgehörige auf dem Schiff. Was? Und ich vor ihrem trugen gerne Uniform. Deshalb wäre es praktisch unmöglich, eine intakte. I'm better than any new spacesuit. I recommend just upgrading the current equipment. For example, paint the helmet. I'm sure it will help. Es ist jedoch unmöglich, einen herzustellen, indem man ein paar einzigartige Teile in der beschädigten Flaschen abnimmt. Krass, was hier noch alles kommt. Ein Beschleuniger. Oha. Werkzeuge. Wofür ist das Reparaturwerkzeug? Trotz seines Namens geht dieses Reparaturwerkzeug öfter kaputt, als sie repariert. Aber wen interessiert das? Dieser Universalschlüssel ist für die meisten gängigen Schrauben und Muttern geeignet und kann verschiedene Gebäude, Sauerstoffstationen, einige Türen und Servicepaneele demontieren. Vielleicht ist es möglich, etwas damit zu reparieren, aber niemand hat es bisher versucht. Okay. Achso, und mit dem magnetischen Schlüssel können wir die Särge öffnen. Da bin ich aber sehr gespannt. Entladezelle. Ein Teil der Partikelstrahlenwaffe, der für die Bildung der Ladung verantwortlich ist. Es ist der komplexeste und instabilste Teil der Waffen. Selbst die Raumanzug-KI hat keine Informationen über ihren genauen Funktionsprinzip. Allerdings wird keine einzige große Partikelstrahlenwaffe ohne eine Entladezelle funktionieren. Ach du Heiliger. Werden wir noch kämpfen? Harz, Titan, Elektronik, Brief Edge Energiekern, ach du Heiliger. Magnet, ach guck mal hier, okay. Zusammengesetzte Sachen. Lackierter Helm, ach du Heiliger. Ja, das wird doch noch ganz lustig. Was wollte ich denn jetzt geguckt haben? Achso, der Schlüssel. Was steht denn? Also ich werde jetzt erstmal einlagern, ne?
bisschen Alkali einlagern. Bisschen die Sachen, die wir gerade mal nicht brauchen. Wir haben sogar zwei Lager hier, das finde ich sehr schön. So, Sauerstoffflasche. Das können wir auch mal einlagern. Das brauchen wir auch gerade nicht. Eine Schiere. Obwohl, wir können theoretischerweise mal eine... Komm, wir lassen die mal drin. Drauf geschissen. So viele Bohrer mit. So. Waschen. Achso, wir sollen Särge öffnen, ne? Dazu brauchen wir aber Aluminium. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie jetzt Aluminium finden. Finden wir hier auf dem Asteroiden Aluminium? Ich sehe Alkali, sehe ich, oder? Oder was ist das da? Ist das Aluminium? Das ist Aluminium. Da sehen meine Augen richtig. Und richtig viel Aluminium. Alter Schwede, richtig viel Aluminium. Lecko funny. Da war richtig viel Aluminium drin. Was sind das denn hier für Dinger? Ja, ja. Kann man die abbauen hier? Extrahieren. Bohrer benötigt. Was kriegen wir denn dadurch? Elektronik. Oha. Nehme ich mal mit. Vielleicht können wir es gebrauchen. Muss gucken, ein bisschen wegen der Strahlung. Ja, 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 ich weiß. I know. Part of the Breath Edge storage. There are only some empty coffins here. You can even choose one for yourself if you want to. Was haben wir denn hier? Non-standard modification. Looks like somebody probably wanted to improve the speed characteristics of this coffin, which is a direct violation of the contract, although the idea is implemented quite well. Elektronik nehme ich mit. Was haben wir hier? Sauerstoffkerze, nice, nehme ich mit. Scannen, scannen wir, tun wir gleich. Großer Beschleuniger, Blaupause, nice, geil. Das heißt, wir können wahrscheinlich viel schneller jetzt Vorschub nehmen und so. Die Kerze nehmen wir mit. Oh, ich habe noch einen Magnet gefunden. Mal gucken, vielleicht können wir damit irgendwas bauen. So. Ist das Aluminium? Nein, das ist Alkali. Das würde ich aber auch nochmal eben mitnehmen. Boah, hier finden wir richtig viel, ne? Also ich glaube, das Spiel möchte, dass wir hier sind. Und dann tun wir das doch auch. Hi, Babe. Ich sah Überlebendenaufzeichnungen und fand heraus, wer das Schiff zerstört hat. Es ist schrecklich, aber ich kann nicht so sagen. Komm schnell und ich zeig's dir. Was? So, jetzt haben wir ja Aluminium. Und das nicht wenig. Was brauchen wir denn für den Hauptschlüssel? Hier, magnetische Hauptschlüssel. Wir müssen jetzt echt 200 Särge öffnen, ernsthaft? Jetzt brauchen wir noch eine Batterie und dickes Isolierband. Batterie können wir herstellen. Und dickes Isolierband haben wir auch. Der Magnet ist jetzt übrigens in der anderen Station, ne? Egal, ich pack den jetzt hier rein. Elektronikkram packe ich auch rüber. Dann stellen wir jetzt erstmal Batterien her. Ressourcen zusammengesetzt, Batterie. Da brauchen wir Metall für. Eieieiei. Jetzt wird's komplex. Aber ich finde die Station jetzt schon mal ein bisschen schöner, weil das alles so ein bisschen gegenüber ist. Zusammengesetzt, so Batterien. Ich stelle mal direkt zwei Stück her. Dann haben wir direkt zwei. Und ja. Oh Mann, ich gucke gerade auf die Folge. Eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben. Verdammt. Schon wieder so lange. Ach, Magnet brauchen wir dafür. Ach so. Ja, hallo. Einen Moment. Haben wir doch. So, ich würde sagen, wir stellen den Schlüssel noch her. Machen wir. Einen magnetischen Hauptschlüssel. Damit wir die Särge öffnen können. Den platzieren wir uns mal auf der 4. Der sieht so aus. Da müssen wir, glaube ich, auch noch irgendwie hin.
Aber das werden wir erst in der nächsten Folge rausfinden bei Brief Edge. Und ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.